Oh, wir sind anscheinend weiter in die Innenstadt vorgedrungen, finden aber ganz konkret überhaupt nichts. Das finde ich sehr schade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auch nicht von innen blockiert, dass wir hier nicht richtig sind. Okay, die Welt ist definitiv etwas zu groß. Geradlinigere Gruselspiele wären und sind etwas besser, denn ich weiß nicht, wo der Plot weitergeht. Und aha, hier waren wir schon einmal. Und es wäre sehr gut möglich, dass wir hier irgendwo einen Bug auslösen, indem wir den falschen Weg gehen, der aber durch den Plot überhaupt nicht vorgesehen ist. Ich weiß nicht, wie gut Dreamland R programmiert ist oder geskriptet ist. Das kann ich leider nicht sagen. Darkest Journey hat mich ja diesbezüglich sehr enttäuscht. Aber das werdet ihr noch in der Review sehen. Okay. Ah, das ist anscheinend so, wenn ich mich hier teleportiere und weiterlaufe, dann bleibt sie hier irgendwo stehen. Denn dann setzt irgendwie irgendetwas ein, was mich wieder stoppt oder so. Naja, das ist also auch nicht so gut gemacht. Verschlossen. Ah, wo können wir denn dann hinein? Ist alles verschlossen. Anscheinend weiter nach Norden. Ist die einzige Alternative. Nicht weiter drüber nachdenken. Verschlossen. Komisch, es ist verschlossen. Das ist die erste Tür, die ich je gesehen habe, die verschlossen ist. Wo kommt das her? Reno. Ich bin hier unten in der Kanalisation. Was? Das sind immer Ratten. Ich habe Angst vor Ratten. Ellen? Ich verzeihe dir, Reno. Ich bereue meine Taten. Ich bereue es, dass ich dir so viele Geschichten vorgelesen habe. Ich bereue es, dass ich dir diese Universität empfohlen habe. Ah, nun sollst du alle mit deinem Gesabbel voll. Jetzt brauche ich dich hier, Reno. Ja, okay, ich brauche dich hier. Ellen, ich bin schwer verletzt. Natürlich. Bitte, ich bin keine Phantomgestalt. Das ist keine Falle. Bitte, komm und hilf mir, bitte. Nö. Wir gehen weiter. Wir interessieren uns nicht für Pro boah, was rede ich denn da? Wir interessieren uns nicht für die Deine. Wir interessieren uns nicht für die Probleme anderer Leute. Rotel und irgendetwas schwebt über unserem Gesicht. Ich glaube, es ist der Teil eines Baumes. Rotel. Die Tür klemmt. Natürlich, wie in jedem guten Horrorspiel. Nun denn, hinfort. Es war eigentlich auch offensichtlich, dass wir nach unten müssen. Bei dem Schockmoment eben. Diesem riesigen Schockmoment. Ellen, hörst du mich? Die Tür ist verschlossen. Hotel, der Schlüssel befindet sich irgendwo im Hotel. Ein Rätselhotel. Nein, bisher hatten wir noch gar keine Rätsel. In das Hotel? Bitte. Okay. Ich werde den Schlüssel suchen. Ah, mein Schatz, ich weiß einfach alles. Renoir, verzeihst du mir? Dass du tot bist? Ja, klar. Ich möchte ein guter Mann für dich sein. Ich liebe dich so sehr. Ellen, halte durch. Ich werde mich beeilen. Warum gehst du nicht einfach durch die Tür? Du bist doch tot. Das darfst du doch noch gar nicht wissen. Renoir, bitte antworte. Ich liebe dich auch, ja, ich verzeihe dir. Danke. Und jetzt halte aus, ich bin gleich wieder zurück. Hinfort, auf zum Renoir-Mobil. Mist, auch die Tür hier ist verschlossen. Das hätte ich mir denken können, denn ich war schon mal hier. Vielleicht kann ich die Tür eintreten, sie scheint schon ziemlich alt zu sein. Was denn das? Ein Hund? Ja, ein Hund. Wuff, wuff, wuff. Gute Idee, wir schmeißen einfach mit dem Hund nach der Tür und rüsten uns jetzt erstmal so richtig fesch aus. Gute Musik. Bam. Ah,
Ah, wir können mehrere Gegner mit einem Mal erwischen. Boom! Boom! Ich sollte auch dringend ausnutzen. Hat sich an mir festgekrallt. Ich sollte auch dringend ausnutzen, dass sich der Blix fixiert. Manchmal verfehlt man anscheinend. Oh, die Musik ist heavy geil. Oh. Bürokauffrau ist sie. Bam. Ich hält aber viel aus für ganz normale Hunde. So, ich würde jetzt noch gerne ein Experiment versuchen. Nämlich versuchen durch... Nein, wir können nicht durch Objekte schießen. Cool, sehr gut. Wie in meinem Spiel. Aha, wir können aber durch Baumkronen gehen. Bumm. Also wie bei Agavis, an dem ich schon Jahre arbeite. Frag nicht nach, wann das Spiel rauskommt. Bitte, bitte nicht. Wahrscheinlich nie. Das Blinken geht mir auf den Sack. Ich glaube, wir haben einen Hund. Ach, doch nicht. Hat nur Verstecke gespielt. Da hätte ich jetzt nur heiße Würstchen dabei. Oder kalte Würstchen, die genügen mir auch. Oder... Hey, hier im Baum kriegen sie mich nie. Nie. So, einer ist erledigt, ne? Bumm. Bumm. Haha. Wie ein Käfer. Erschlagen. Erschossen, aber... Hebt die Beinchen hoch zum Himmel wie ein erschlagener Käfer. Puh, das war knapp. Jetzt muss ich aber zusehen, dass ich in dieses Hotel komme. Ja, Hunde erschießen. Eine gute Idee. 35 Energie. Bumm. 34 Energie. Haha. Und Zombie. Das waren Zombie-Hunde? Ja, der Impfstoff kam wohl... Nee, der kam rechtzeitig. Auch nachträglich ist es okay. Aha. Okay, dann möchte ich jetzt gerne die Waffe wegstecken. Ist etwas irritierend, dass wir noch immer blinken. Och! Leck mich fett krass. Nee, hinein ins Rum... Was? Manchmal möchte ich einfach nur schreien. Wir hatten doch schon die Hunde, das reicht doch aus. Das war's? Nein, bestimmt nicht. Ich stehe gleich wieder auf, die Olle. Oder auch nicht. Was jetzt? Ah ja. So, Waffen. Handschuhe, ja, ein Handschuh ist eine Waffe. Und wir... Jetzt hackt das Spiel. Ah ja, und wir können sie nicht ausweiden. Wahrscheinlich, weil sie auf der Wand liegt. Hervorragend. Dann probieren wir jetzt folgendes. Nanu. Ah, die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. In der Tür sind 4 Vertiefungen. Oh, du musst 4 Rätsel lösen, um hier wieder rauszukommen. Ach, klasse. Was für ein höllischer Spaß. Warum blinken wir noch immer? Wir haben noch gar nichts. Haben wir zu wenig Energie? Das ist irritierend. So, okay. Dann suchen wir jetzt hier irgendwie in diesem Hotel nach dem Rechten. Ohne Strom funktioniert dieser Aufzug nicht. Oh, wo habe ich eigentlich die Taschenlampe her? Wieso halte ich eigentlich keine Taschenlampe? Scheint doch mir die Sonne aus dem Popo. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hm. Vielleicht bin ich auch einfach nur scheinheilig. Hm. Hier kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Dort geht's nach oben. Hier ist anscheinend eine Küche. Scheint zumindest eine Küche zu sein. Impfstoff, Blutstiller, Morphium. Hey, hooray. Um die Computer zu bedienen, benötige ich Strom. Vielleicht sollte ich nach dem Generator suchen. Bla 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 bla. Das sind aber riesige Computer. Könnte man mit denen alles machen? Wow. Ganz tolle LAN-Partys. Und im riesigen Kühlschrank ist nichts. Gut. Hm. Komisches Spiel. Leicht verbuggt. Warum blinken wir noch? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, meine Freude über dieses Spiel hält sich jetzt auch irgendwie gerade in Grenzen. Dafür ist es einfach zu merkwürdig und fehlerlastig. Ich würde sagen, an dieser Stelle höre ich jetzt einfach mal auf. Es dürften nicht sehr viele Videos gewesen sein.
Und es ist sowieso schon sehr spät. Ich darf eh nicht mehr so laut reden. Und wahrscheinlich bin ich auch deswegen ein bisschen müde. Etwas weniger Kommentare als sonst. Und ich war ja auch lange in der Pause. Ich muss erstmal wieder zurückfinden. Gut. Dann war's das erste von Dreamland. Ah, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer DreamG. Bis bald. Bis bald.